Ja, über das magische Lernen. Bei diesem magischen Lernen, und das kann man im Grunde mit allem machen, was man lernen will, macht man sich eine Liste der Dinge, die man lernen will. Also jetzt in diesem Fall die 10 großen Themen, die generell für Schlange stehen. Diese 10 großen Themen wollt ihr lernen, wollt ihr auf euer System runterladen. Diese 10 großen Themen gebe ich jetzt mit euch durch und ihr könnt euch einfach eine Liste machen dieser 10 Themen und wenn ihr magisch lernen wollt, setzt ihr euch hin, klopft eure Oberschenkel abwechselnd, aber langsam. Immer wenn wir was imprägnieren, klopfen wir langsam. Und fangt dann an, diese 10 Themen fast mantraartig zu wiederholen und immer nach jedem Thema zu sagen, gelernt, erinnert, Y korrigiere. Gelernt, erinnert, Y korrigiere. Also ihr fangt an, also ich gebe euch jetzt die 10 Punkte und diese 10 Punkte könnt ihr, wenn ihr wollt, bis zum nächsten Kurs jeden Tag einmal klopfend imprägnieren und dann bin ich mir relativ sicher, dass ihr alle über diese 10 Punkte zum Schlangenthema generell einen intensiven Zugang kriegt. Weil diese 10 Punkte resonieren fast alle Schlangen. Bei der einen mehr, bei der anderen weniger. Wenn man es repertorisiert, kommt man natürlich nur auf Lachesis. Aber das wissen wir ja, das liegt daran, dass Lachesis einfach das meistgeprüfteste Mittel mit ist. Also, wir gehen jetzt mal diese 10 Punkte durch. Das mache ich eigentlich auch bei meinem Tageskurs. Mit jedem Mittel, jedes Mittel oder jede Mittelfamilie kriegt 10 Punkte, weil scheinbar ist 10 eine Menge, die sich gut anschließend klopfend imprägnieren lässt. Also, wir fangen an. Die 10 wichtigsten Themen zur Schlange. Und da kommt als erstes wichtigstes Thema das Thema Zweifel. Zweifel. Zweifel am Grundsätzlichen. Wann immer grundsätzliche Zweifel da sind, denken wir an eine Schlange. Und es können Zweifel sein an einer sexuellen Orientierung. Bin ich schwul? Bin ich lesbisch? Bin ich mono? Bin ich poly? Bin ich hetero? Weiß ich was alles. Ich habe ganz oft Menschen helfen können mit Schlangenmitteln, die diese generellen Zweifel an Grundsätzlichen haben. Erzählt Andreas nur Murks? Will mich Andreas vielleicht doch nur manipulieren? Ist die ganze Welt eigentlich eine einzige große Lüge? Das sind alles ganz, ganz große Schlangenthemen und da können im Grunde alle Schlangen mit dran beteiligt sein. Aber wenn ihr euch das einklopft, alle Formen von Zweifel an Grundsätzlichen, dann habt ihr da schon mal die ersten Resonanzärmchen, die ihr dem System des Patienten entgegenstrecken könnt. Das zweite große Thema ist alles, was mit dem Thema Sprache zu tun hat. Die Schlangen an sich haben mit dem Thema Sprache zu tun. Interessant, sie sind ja stumm, außer Zischlauten können sie ja wenig von sich geben. Aber sie sind die großen Arzneien, wenn es um Sprache geht. Zu schnelle Sprache oder zum Beispiel auch Mutismus. Da geht es auch um Sprache, aber der Mutist spricht nicht. Oder der Mutist spricht nur mit ganz wenig auserwählten Patienten. Ich habe mit Lachesis zum Beispiel Menschen helfen können, Kindern helfen können, die nur mit der Mutter gesprochen haben und sonst mit niemand. Also das zweite Thema, was ihr euch einklopft, ganz langsam rechts, links, erinnert, in Resonanz geschickt, erinnert und imprägniert, da könnt ihr auch eigene Worte finden, Y korrigiere. Also Zweifel und Sprache. Als drittes, alles, was damit zu tun hat, dass Zwietracht im Feld ist. Immer wenn ihr mit Feldern zu tun habt, wo Zwietracht gesät worden ist und wo Menschen entzweit worden sind, das kann vielleicht auch mit dem ersten Thema, dem Zweifel,
zu tun haben. Die Zwietracht bedient sich ganz, ganz gerne dem Zweifel. Aber merkt euch einfach speziell Zwietracht. Immer wenn Zwietracht mit im Spiel ist, an eine Schlange denken. Das wäre das Dritte. Viertens, das große Thema Sexualität, und bei Lachesis geht's ganz, oder nicht bei Lachesis, bei den Schlangen geht's ganz stark um Sexualität und Magie, um Sexualität und Spiritualität. Das sind die großen Mittel, die auch was mit dem Tantra zu tun haben. Das Tantra als sexual-magischer Weg zur Gotteserkenntnis, zur Einheit mit allem. Und wenn Menschen sich mit diesem Thema sehr stark auseinandersetzen, Sexualität und Spiritualität, Sexualität und Magie, Sexualität und Tantra, sollten wir an eine Schlange denken. Und klopft euch das ein, alle Themen um Sexualität und Magie, alle Themen um Sexualität und Spiritualität imprägniert, erinnert, in Resonanz, YY korrigiere. Und dann im Grunde als Fünftes, merkt euch das Thema Blut. Blut. Alles, was mit Blut zu tun hat, alle Krankheiten, die mit Blut zu tun haben, sind sehr, sehr, sehr gut mit den Schlangen im Grunde in Kontakt zu bringen. Da ist die Venenentzündung, da ist der arterielle Verschluss, da ist immer diese bläuliche Verfärbung der betroffenen Abschnitte. Da sind im Grunde Blutvergiftungen ganz stark bei den Schlangen. Und da könnt ihr im Grunde dann die einzelne Schlange rausrepertorisieren oder raustesten. Aber merkt euch als großes Resonanzthema das Blut. Das Blut. Dann ein ganz großes Thema für alle Schlangen, bei manchen Schlangen mehr, bei manchen Schlangen weniger, das Thema linksseitig. Die Symptome bei den Schlangen, nicht immer, aber meistens sind linksseitig, als wenn die Schlange an sich zur linken Hemisphäre, zur linken Gehirnhälfte viel mehr Kontakt hat. Dann das große Thema Erwachen schlimmer. Schläft sich in die Verschlimmerung hinein und erwacht dann mit einem ganz hohen Symptomlevel. Also wenn Leute sagen, wenn ich morgens erwache, sind die Zweifel am stärksten. Wenn ich morgens erwache, ist mein Stauungsgefühl am stärksten. Wenn ich morgens erwache, ist meine Depression am stärksten. Wenn ich morgens erwache, ist meine Angst am stärksten. Resonieren erstmal mit dem Feld Schlange an sich. Und wenn ihr dann testet, ist es eine Schlange und es kommt Nein, dann könnt ihr euch auch mit vielen anderen Mitteln beschäftigen. Aber ich würde mal sagen, bei 90% ist diese Morgenproblematik mit einer Schlange wirklich in Verbindung zu bringen. Mit welcher, das können wir nachher noch rauskriegen. Aber wenn wir uns generell programmieren mit diesen Themen, ist ganz stark die Morgenverschlimmerung. Dann alle Schlangen, bei wie viel sind wir jetzt, bei welchem Punkt? 6 oder 7? 8. Merkt euch Druck schlechter. Fast alle Schlangen vertragen keinen Druck schlechter. Druck schlechter. Druck am Hals schlechter, Druck am Körper schlechter, verträgt nichts Enges, verträgt aber auch nicht in einer physischen Begegnung kräftig und doll berührt zu werden. Gibt eine kleine Ausnahme, ähnlich wie die Spinnen, haben auch die Schlangen oft eine Beziehung zu BDSM-Techniken, also fesseln und gefesselt werden. Wobei die Spinne oft das Bedürfnis hat, gefesselt zu werden. Lachesis ist da eher der dominante Part, ist im Grunde in Form vielleicht auch von einer Machtausübung, möchte den anderen fesseln, möchte ihn dann, wenn er sich nicht mehr wehren kann, und das ist ja oft ein erwünschtes Ziel, manipulieren, weil wenn ich gefesselt, erotisch manipuliert werde, bin ich für meine Gefühle nicht schuldig. Viele Schlangen haben ja das Thema Schuld,
Schuld bei Lust, Schuld, wenn sie magisch sind, Schuld, wenn sie Einfluss haben. Ja, das wäre das Achte. Und neun fällt mir ein, ganz stark das Thema Sucht. Also, Sucht, 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 eingeklopft und imprägniert, Y, Y, korrigiere, in Resonanz gegangen mit dem Thema Sucht und Schlang, Y, Y, korrigiere. Also, alle Suchtmittel, die im Grunde die Sprache anregen, alle Suchtmittel, die uns im Grunde helfen können, selbstbewusst und charismatisch zu wirken. Suchtmittel zur Überwindung unseres Minderwertigkeitsgefühls. Da sind oft die Schlangen mit am Thema, ganz eng dran. Und dann nehmen wir den 10. Punkt. Was wollen wir dann noch nehmen? Was habe ich noch nicht gesagt? Was wäre noch ganz wichtig, unter diese ersten 10 Punkte zu packen? Macht. Macht, Eifersucht. Ja, nehmt vielleicht als 10. Punkt wirklich die Eifersucht und merkt euch, die Eifersucht bei Lachesis oder bei den Schlangen an sich ist im Grunde grundlos. Also es gibt eigentlich für diese Eifersucht keinen Grund. Und es können kleinste Zweifel sein, die zu heftigsten Eifersuchtsanfällen führen und die dann zu einer Eifersucht führen, die wirklich krankhaft ist, die den Partner bespitzelt, die im Grunde über das Einschalten von Telefonabhören und Privatdetektiven etc. etc. geht und die im Grunde Beziehung fast unmöglich macht. Also Eifersucht und wenn dann noch einen 11. Punkt mit dazu nehmen, Macht, Magie, Zauberei, Sexualität als Mittel zur Machtausübung. Wenn ihr euch diese 10 Punkte einklopft, wenn ihr eine Resonanz herstellt zu diesen 10 Punkten, dann seid ihr, ich würde mal sagen, bei 90% aller Schlangen auf der sicheren Reihe. Wenn ihr euch diese 10 Punkte eingeklopft habt oder eingerieben habt, und mit diesen 10 Punkten resonant werdet, dann reagieren eure Systeme, wenn ihr euch in die Patienten hineinlauscht, ich würde mal sagen, ja, bestimmt auf 90% aller Schlangenverschreibung. Ja, das wollte ich euch hier einfach nur nochmal mitgeben und ich hoffe, dass das ein schöner Weg ist, um ganz vielen Schlangen im Grunde denen lauschend begegnen zu können und wie schon gesagt, ich empfehle nochmal, mein Vortrag über das Lauschen in meiner magischen Bibliothek. So.